Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Webinarreihe zum Thema Algo Trading. Heute haben wir das Thema erweiterte Algo Trading Strategien und diese Veranstaltung, das Webinar heute, machen wir wieder mit Timo Kosiol. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend für uns die Zeit gefunden hat und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWeb. Wir schauen uns gleich den Risikohinweis an und ich werde natürlich auch im Laufe der Veranstaltung die zwei Aufzeichnungslinks der anderen zwei Teile noch in den Chat reinkopieren. Aber erstmal, wie gesagt, der Risikohinweis. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist wirklich ganz wichtig. Und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann übergebe ich jetzt den Bildschirm, wünsche viel Erfolg, viel Spaß, wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. So, ich suche gerade den richtigen Bildschirm wieder. So. Bildschirm 2 ist es. Super. Wir sehen. Sehr gut. Gut. Was war? Hast du was Das gesagt? passt. Ja, ich meinte nur, passt, wir sehen dich. Also, super. Alles klar. So, dann auch nochmal von meiner Seite aus. Herzlich willkommen hier zu diesem Webinar. Nelson hat es schon gesagt, es geht um Trading-Strategien, erweiterte Trading-Strategien, wie man diese bauen kann mit Ease und dem Zero Trader und vor allem, ja, um das Ganze auch, wie man das machen kann, ohne programmieren zu müssen. Ich hatte ja letztes Mal schon so ein bisschen Einblick gegeben, wie das funktioniert. Heute gehen wir noch ein bisschen tief in das Thema rein. Wie gesagt, oder wie Nelson schon gesagt hat, er stellt die Links jetzt hier von den letzten Webinaren in den Chat. Ansonsten findet ihr die Webinare auch entweder auf meiner YouTube-Seite oder auf der YouTube-Seite von FXFlat. So, alles klar. Würde ich sagen, legen wir los und gehen wir auch rein in den Chart und schauen uns das Ganze an, schauen uns das Ganze an, wie das funktioniert. So, ich mache als erstes mal den DAX auf. DAX 40. So, das Volumen brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Das schalte ich mal weg. So, und es geht halt um Algo-Strategien, um Trading-Strategien, wie man diese bauen kann, und zwar ohne Programmieren. Und was brauchen wir dafür? Das, was wir brauchen, ist der Strategiebilder, den ich entwickelt habe, weil mit diesem Strategiebilder kann man sich Strategien zusammenbauen, ohne wirklich eine Zeile Code schreiben zu müssen. Übrigens, wenn ich ein bisschen zu sehr ins Detail gehe, zu sehr in die Tiefe oder ich einfach zu schnell bin, ne, dann bitte schreibt es hier in die Kommentare, wenn ihr Rückfragen habt, dann gehe ich gerne darauf ein. Ich gucke da immer mit einem Auge so ein bisschen drauf, ne? Also wenn irgendwas zu schnell sein sollte, irgendwas unklar sein sollte, dann bitte die Hand heben. Da gehe ich darauf ein. So, also wir brauchen Ease, den Strategiebilder. Das ist das Tool, das Ding, was man hier unten sieht. Relativ klein und unscheinbar. Aber wenn man auf dieses Blitzsymbol klickt, dann gehen erweiterte Einstellungen auf. Und ich gehe die mal kurz durch, weil die werden wir jetzt im Detail nachher auch noch brauchen. So, die ganze Oberfläche besteht hier aus sogenannten Slots 1 bis 6 und die kann man mit verschiedenen technischen Indikatoren hinterlegen. Und dann wird von oben nach unten die Liste durchgegangen, geguckt, okay, trifft Kriterium 1 zu? Wenn ja, dann gehe weiter. Trifft Kriterium 2 zu? Wenn ja, 3, 4, 5 und so weiter. Und wenn letztendlich alle Kriterien zutreffen, die ich hier in diesen Slots hinterlegt habe, dann wird entsprechend ein Trade eröffnet, beziehungsweise man bekommt eine Nachricht gesendet, dass jetzt alle Kriterien erfüllt sind. Und dann kann man selbst hingehen und gucken, mache ich einen Trade auf oder nicht. Man muss natürlich nicht alle 6 Slots belegen. Man kann auch 1, 2, 3 oder 4 belegen. Das ist einem selbst überlassen. So, wie gesagt, das sind hier die Slots.
Und in den Einstellungen von dem Programm lege ich zum einen auch noch fest, okay, welche Richtung möchte ich traden? Möchte ich Long oder Short traden? Man muss sich also pro Chart entscheiden, möchte ich gerne die Long-Richtung traden oder möchte ich gerne die Short-Richtung traden? Von daher, ich habe in der Regel auch immer zwei Charts auf, einmal für die Long-Richtung, einmal für die Short-Richtung und baue mir da entsprechend Strategien. Das geht ja auch im Sale Trader relativ einfach, indem ich jetzt hier zum Beispiel eine neue Strategie anlege, vergib einen Namen, zum Beispiel DAX Short. So, dann wird mir jetzt hier entsprechend ein neuer Chart oder eine neue Strategie eröffnet. Die heißt dann auch, hier sieht man es, DAX Short. Das ist halt dann meine Short-Richtung und dasselbe mache ich dann für die Long-Richtung. Das heißt, ich mache hier nochmal ein neues Chartfenster auf und sage jetzt hier neue Strategie DAX Long. So. Ziehe mir auch den Strategiebilder auf den Chart. Volumen brauchen wir jetzt hier auch nicht und das klappe ich mal weg, damit man ein bisschen mehr sehen kann. So, also ich muss mich pro Chart sozusagen dann entscheiden, möchte ich gerne die Long- oder die Short-Richtung traden? Und wie oft sollen denn die Kriterien, die ich jetzt hier in den verschiedenen Slots eingestellt habe, wie oft sollen die denn geprüft werden? Sollen die entweder bei jedem neuen Bar, beziehungsweise ich bin jetzt ja hier im Kerzenchart, bei jeder neuen Kerze geprüft werden oder sollen sie wirklich bei jedem Tick überprüft werden? Das kommt je nach Strategie drauf an, was man für eine Strategie fährt. Da macht entweder eine pro neuem Chart Sinn oder pro Tick. Und das kommt, wie gesagt, auf die Strategie an. Und welcher Preis soll denn geprüft werden? Soll jetzt das Hoch der aktuellen Kerze geprüft werden, der Eröffnungskurs, Tief oder der Schlusskurs. Preis bedeutet der aktuelle Preis der aktuellen Kerze, also prinzipiell das, was man jetzt hier oben sieht, 15.350, das ist jetzt der aktuelle Preis und wenn ich hier Preis einstelle, dann wird der geprüft. So, ein Feature, was wir gleich auch noch ein bisschen näher beleuchten werden, ist der Order-Typ. Single oder strategisch. Es gibt ja im Zero Trader hier unter strategische Order jede Menge Einstellungen, die man vornehmen kann, um nicht mit einer einzigen Order in den Markt zu gehen, sondern ja mit einer strategischen Order, was bedeutet mit mehreren Orders gleichzeitig, die im Chart verteilt werden, ne? Das ist die strategische Order und das kann man hier auch einstellen. Single heißt, eine Einzelorder wird ausgeführt oder strategisch bedeutet, wenn ich das auf strategisch stelle, dann wird entsprechend das hier genommen, was ich hier eingestellt habe. Wie gesagt, gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Bars zwischen Trades, also wie viele Kerzen sollen zwischen zwei Trades sein? Null bedeutet, gar keine Kerze soll dazwischen sein. Ich kann das Ganze hier auch auf 10 stellen. Das heißt, ne, auch wenn alle Kriterien erfüllt sind, wird nur ein Trade alle 10 Kerzen eröffnet. So, ich lasse das mal auf 0. Und wie viele Trades sollen pro Signal eröffnet werden? Eins oder ich kann das auch auf 10 stellen, je nachdem, ne, wie ich das haben möchte. So, dann noch ein wichtiger Punkt. Ganz einfach, Pfeilzeichen, Ton abspielen. Ich habe ja eben eingangs erwähnt, man muss gar keinen Trade aufmachen mittels Ease, sondern man kann das Ganze auch als Signalgeber nutzen. Das heißt, zum einen wird mir ein Pfeil in den Chart gezeichnet, wenn ein Kriterium erfüllt ist, hier oder hier, je nachdem, was ich eingestellt habe. Es wird ein Ton abgespielt oder sogar hier entsprechend kann ich einstellen, dass mir eine E-Mail gesendet wird oder entsprechend eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn man die MetaTrader-App auf dem Handy installiert hat, bekomme ich darüber eine Nachricht, dass jetzt alle Kriterien erfüllt sind. Hat einfach den Vorteil, man muss nicht die ganze Zeit vor dem Chart sitzen und wirklich warten, ne, bis alle Kriterien erfüllt sind und gegebenenfalls
in der Hitze des Gefechts übersieht man dann auch ein bestimmtes Kriterium. All das muss man nicht mehr machen. Man kann einfach die Einstellung vornehmen. Und wenn alles zutrifft, was ich eingestellt habe, was ich mir überlegt habe, beziehungsweise was meinen Tradingplan betrifft, bekomme ich eine Nachricht, eine E-Mail. Und dann kann ich immer noch entscheiden, okay, möchte ich jetzt gerne in den Markt gehen, möchte ich eine Position eröffnen oder nicht. So, Import-Export gibt es hier noch. Man kann verschiedene Strategien von mir herunterladen und hier importieren, beziehungsweise man kann auch eigene Strategien exportieren und zum Beispiel mit anderen Nutzern teilen. All das kann man hier entsprechend in der Oberfläche machen. So, aber kommen wir jetzt zu den wichtigen Sachen und zwar zu den Slot-Einstellungen. Was genau kann ich dort machen? Was genau kann ich denn dort hinterlegen? Und wenn man auf dieses Zahnrad klickt, geht ein weiteres Fenster auf. Und da kann man auf jeden Fall jede Menge einstellen. Man kann, wie gesagt, diverse technische Indikatoren miteinander kombinieren. Man sieht es hier auf der linken Seite. Da ist eine Menge, es sind ganz viele von den Standardindikatoren, die MetaTrader mitliefert dabei, also Moving Average, SMA, EMA, den RSI, Stochastik, Momentum, MACD, ne, ganz viele von den Standardindikatoren, Keltner Channel, ADX, all das kann man dort einstellen. Ich habe ja letzte Woche oder nicht letzte Woche, letztes Webinar schon so simple Strategien mit dem SMA oder EMA gezeigt. Heute in dem Webinar konzentrieren wir uns hauptsächlich auf so Sachen, die ja mit dem üblichen oder mit den mitgelieferten Indikatoren von MetaTrader nicht möglich sind. Deshalb auch erweiterte Algo-Strategien. Wir nehmen Indikatoren zu Hilfe, die ja bisschen intelligenter sind, würde ich mal sagen, ein bisschen schlauer sind und die nehmen wir heute zu Hilfe, um uns entsprechende Strategien zu bauen. Super. Also los geht's. Fangen wir mit der ersten Strategie an, und zwar Range-Strategien. Wie kann man denn jetzt Range-Strategien umsetzen mit Ease? Also fangen wir mal an und ich hole mir mal meine Toolbox zu Hilfe auf den Chart. Mache hier mal den 15-Minuten-Chart auf und ich möchte jetzt eine Breakout-Strategie handeln. Und zwar stelle ich jetzt bei mir hier mal Folgendes ein in der Toolbox: ein Zeitbereich, Time Range von 9 bis 10 Uhr. So, dann lasse ich mir die entsprechende Range hier anzeigen. So, jetzt sieht man, das ist hier meine Uhrzeit 9 bis 10 Uhr und dann werden hier so zwei Striche in den Chart gezeichnet, einmal Range High, einmal Range Low. So, und meine Strategie soll jetzt Folgendes besagen. Ich möchte gerne den Breakout handeln, wenn wir aus der 9 bis 10 Uhr Range ausbrechen. Also in dem Fall hier möchte ich gerne long gehen, wenn wir oben ausbrechen und short gehen, wenn wir hier aus dem Range Low ausbrechen. Entsprechend hier auch wieder short. Hier möchte ich gerne long gehen. Hier entsprechend long, hier short und so weiter und so fort. So, das möchte ich jetzt gerne mit Ease umsetzen. Wie mache ich das? Ich gehe in die Slot-Einstellung 1 und wähle Folgendes aus. Gibt es hier unten ein Feld Time Range? So. Level, was möchte ich gerne handeln? Range High, Range Low. Also ich bin jetzt hier in meinem Chart, wo ich Long handeln möchte. Entsprechend wähle ich hier Range High aus. Und jetzt noch ganz wichtig, was ist mein Trade Trigger? Breaking Short, Breaking Long. Was heißt das genau? Breaking Short heißt, eine rote Kerze muss entsprechend an das Range High durchbrechen. Das möchte ich aber nicht, weil ich möchte ja den Breakout nach oben handeln.
Also muss ich hier einstellen, Breaking Long, also eine Long-Kerze, eine grüne Kerze, soll das Range High, wie hier zum Beispiel, ne, durchbrechen. In dem Moment möchte ich dann gerne einen Long-Trade aufmachen. So, ich kann das Ganze noch ein bisschen feinjustieren. Hier mit Trigger Value Distance kann ich hier eine Punktzahl noch eingeben, wenn ich hier positive Werte eingebe, zum Beispiel 10. Dann wird nicht direkt hier am Range High der Trade getriggert, sondern 10 Punkte drüber. Wenn ich hier negative Werte, also zum Beispiel minus 10 eingebe, dann entsprechend wird das hier drunter, also schon vorher, 10 Punkte vorher das Ganze getriggert. Gut, also das stelle ich jetzt ein und aktiviere den Slot und somit habe ich eigentlich auch schon alles hier eingestellt. Bei mir im Chart. Gehen wir mal hin und gucken uns die Strategie mal an. Wo und wann wäre denn das Ganze wirklich gut aufgegangen? Also ich habe jetzt hier 10 Tage, glaube ich, eingestellt. Wie viel Days Lookback? Genau, hier steht 10. Das heißt, 10 Tage, die letzten 10 Tage werden mir angezeigt hier von der Range. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also machen wir es mal ein bisschen größer. So, hier wäre also ein Long Trade getriggert worden. Und dann hätte es so ein bisschen, ja, so eine Seitwärtsphase gegeben. Am Ende, je nachdem, was ich eingestellt habe an Stop Loss oder Take Profit, wäre aufgegangen. Hätte ich jetzt einen zu geringen Stop Loss eingestellt, dann wäre ich wahrscheinlich hier rausgeflogen. So, was wäre hier passiert? Hier wären wir short in den Markt gegangen. Der wäre nicht weit gekommen. Ich wäre mit Sicherheit, ne, wenn hier mein Stop gelegen hätte, aus dem Markt geflogen. Aber die Long-Seite wäre auf jeden Fall aufgegangen. Gucken wir hier. Hier wäre der Trade auch long aufgegangen. Hier wieder ein bisschen trickier. Das heißt, wir hätten hier ein paar Punkte mitgenommen. Auf der Short-Seite, auf der Long-Seite auch. Hier wäre Short ganz gut aufgegangen. Hier wäre Long aufgegangen. Hier ist ein bisschen problematisch das Ganze. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Hier wären wir kurz gefehlt worden mit einer Short-Order und dann wäre der Markt doch gegen uns gelaufen und wäre nach oben ausgebrochen. So, die Frage ist, ich kann das Ganze ja noch verfeinern. Wie kann ich das verfeinern? Ich möchte gerne solche Sachen hier rausfiltern, dass solche, in Anführungsstrichen, Fehltrades gar nicht passieren. Und dann kann ich natürlich diverse Optionen noch hinzubauen. Also ich habe hier noch 5 Slots sozusagen zur Verfügung, wo ich das Ganze so ein bisschen, ja, verfeinern, feinjustieren kann und solche Fehlsignale wie hier unten auch rausfiltern kann. Von daher lege ich mir jetzt hier einen zweiten Slot, ein zweites Kriterium fest. Und was nehme ich dazu? Ich nehme Folgendes dazu. Ich hole meine GP3-Strategie dazu. Da gab es ja hier bei FX Flat auch schon das Webinar. Es war, glaube ich, das erste Webinar. Ich schalte mal Trend und Signal aus. Denn was ich machen möchte, ich möchte das GP3-Band nutzen. Als zusätzliches, als weiteres Kriterium. Also zum Beispiel, ich möchte sagen, ich möchte nur long gehen, wenn wir ein grünes Band haben, also wie hier, und ich möchte nur short gehen, wenn wir ein rotes Band haben. So. Ich bin jetzt hier in meinem Long Chart, beziehungsweise wir bauen die Strategie mal im Short Chart nach, damit man das auch besser zeigen kann. So, ich hole mir die Toolbox wieder dazu und stelle hier nochmal kurz ein Range 9 bis 10. So, gehe nochmal in den 15-Minuten-Chart, da kann man das besser erkennen. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die GP3-Strategie, weil ich möchte ja das Band als zusätzlichen Trigger nutzen. So.
Das heißt, wir brauchen nur das GP3-Band in diesem Fall. So, wo war die Stelle, die wir eben hatten, wo wir fälschlicherweise, beziehungsweise genau, hier war das Fehlsignal. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Also hier entsprechend, ne, das möchte ich gerne rausfiltern. Und ich stelle entsprechend hier erstmal ein, ich möchte hier gerne in dem Chart Short gehen. Ich möchte gerne pro Tick das Ganze prüfen lassen und angewendeter Preis, der aktuelle Preis. Okay. So, meine Einstellung wieder auf Time Range. Diesmal Range Low. Und Breaking Short, das ist soweit okay. Übernehmen. Und das zweite war ja, ich möchte das GP3-Band nutzen. Das heißt, ich gehe wieder in die Einstellung vom Slot 2. Dann entsprechend gucke ich bei GP3. Dort gibt es als GP3-Wert das Band. Und jetzt möchte ich gerne sagen oder auswählen, ich möchte aber auch nur den Breakout Short handeln, wenn mir GP3 eine Short-Richtung anzeigt. Also stelle ich hier auf Is Short, Instance, GP3 Instanz ist 1. Aber ich habe ja nur einmal hier GP3 auf dem Chart, aktiviere das. Und jetzt wäre Folgendes passiert. Der Markt wäre jetzt hier runtergekommen oder ist hier runtergekommen und in dem Moment hier wäre kein Short Trade ausgelöst worden, ganz einfach, weil das Band, das GP3-Band, hier grün war. Ne? Das heißt, hier wäre kein Trade ausgeführt worden, dann kommt der Markt hier hoch und hier in dem Bereich, in dem Fall, wäre ein Long Trade ausgeführt worden, weil wir aus der Range nach oben ausbrechen und weil das Band hier entsprechend grün ist. Das kann man also als weiteres Filterkriterium nutzen, um die Richtung zu traden. Hier wäre auch wieder ein Long Trade ausgeführt worden, weil entsprechend, ne, wir oben ausbrechen. Das Band ist grün. Hier auch wieder ein Long Trade. So, hier wäre kein Short Trade ausgeführt worden. Ganz einfach, weil wir hier entsprechend durch die Range, untere Range fallen, aber das Band in dem Moment noch grün war. Wo ein Trade ausgeführt worden wäre, wäre entsprechend hier. Ne, das Band ist grün und dann entsprechend wären wir hier Short ausgeführt worden, wären wir Short ausgeführt worden und hier entsprechend nochmal Long. So, hier wäre kein Short ausgeführt worden, hier wäre ein Long und hier wäre gar nichts ausgeführt worden. So, also das ist ja eine Range-Strategie, die man relativ schnell und easy mit dem Strategiebilder bauen kann. Genau, sind so Zeitranges, also zeitbasierte Ranges, die entsprechend so eingestellt werden können. Eine andere Form vom Range-Handel, die ich auch noch einstellen kann, ist, dass ich mir ja, das Market Profile und das Volumenprofil zu Hilfe nehme, nutze, um entsprechend dort Ranges handeln zu können. Was meine ich damit? Ganz einfach. Ich mache Folgendes. Ich gehe mal wieder in meinen Long Chart und Toolbox brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich hole mir ein anderes Programm auf den Chart und zwar das VPOC Tool vom Orkan Kuyas. Das macht ihr Folgendes, das zeigt mir hier das Volumenprofil des Marktes an im Chart und das kann ich zu Hilfe nehmen, um dort auch entsprechend zu traden. Zum Beispiel kann ich, das wollte ich nicht, das wollte ich. Kann ich so Ausbrüche aus dem, ja, Volume Profile sozusagen. Also hier haben wir, ne, VAH.
Das ist das Hoch des aktuellen durchschnittlichen Volumens. Das kann ich zum Beispiel als Ausbruch handeln. Das VAL kann ich handeln. Ich kann den Point of Control handeln und so weiter. Also nehmen wir jetzt mal folgendes Beispiel. Ich mache hier mal, räume hier mal ein bisschen auf, damit das besser zu sehen ist. So, das machen wir aus, das machen wir aus, das machen wir aus. Ich möchte mir nur das Intraday-Profil anzeigen lassen. Volumenlücke brauchen wir auch nicht. So, ich möchte jetzt eine Strategie bauen, wo ich sage, okay, ne, VAH, VAL. So, Volume Area High, Volume Area Low. Ich möchte gerne die Abpraller handeln vom VAH beziehungsweise eine VAL. Sprich, wenn der Markt an so ein VAH dranläuft, möchte ich gerne Short gehen. Und wenn er an ein Value Area Low dranläuft, möchte ich gerne Long gehen für ein paar Punkte. So, wie kann ich das Ganze jetzt umsetzen? So, ich bin wieder in meinem Long Chart und gehe jetzt hin und belege meinen ersten Slot neu, indem ich sage Einstellungen VPOC. So, dort gibt es jede Menge Einstellungen, die man vornehmen kann, unter anderem das Value Area Low. Ne, das möchte ich ja handeln. Also entsprechend, ne, das hier, das möchte ich gerne handeln, Value Area Low. Ne, und wenn wir auf dieses treffen, möchte ich gerne eine Long Order aufmachen. Und zwar, wenn wir mit einer Short-Kerze, also ne, diese Kerze hier, wenn die auf das Value Area Low trifft, möchte ich gerne long in den Markt gehen. Das heißt, ich wähle hier Breaking Short, weil das Ganze ist hier eine Short-Kerze. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich gerne long in den Markt gehen, stelle das so ein, gehe auf Übernehmen und dann entsprechend, ne, wäre ich hier long ausgeführt worden. Ich wäre heute zum Beispiel hier unten auch long ausgeführt worden. Das hätte also ganz gut funktioniert. Hier wäre ich Short ausgeführt worden, hätte aber noch funktionieren können, ne, je nachdem, wie man den Stop gelegt hätte. Also wenn man den zum Beispiel über das Vortageshoch gelegt hätte, hier wäre dieser Trade auf jeden Fall auch noch aufgegangen. So, nun ist es ja so, also man sieht schon, dass das relativ genau hier so funktioniert. Hier geht es so ein bisschen drüber und ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte mir die LPO-Funktion des Deretraders zunutze machen. Und zwar das, ne, dass ich hier nicht Market ausgeführt werde oder hier, wenn der Markt hier dran läuft, sondern mittels LPO, das heißt, ne, dass eine Order in den Markt gelegt wird, die aber noch weiter nach unten gezogen wird, wenn der Markt dann wirklich ne, tiefer rutscht und so wie hier einfach so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und dann entsprechend aber doch wieder zurückläuft. Also gab es ja diverse Videos schon, was LPO-Funktion, also Limit-Pullback-Funktion des Daytraders ist. Aber wie kann ich das jetzt hier bei mir nutzen in meinen Strategien, in meinen Trading-Strategien? So, was wir dafür brauchen, ist nämlich die strategische Order des Daytraders. Damit setzen wir das Ganze um. Also ich hole mir mal die strategische Order hier dazu und stelle jetzt einfach Folgendes ein. Limits stelle ich auf 0, Stop Orders stelle ich auch auf 0. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Initialorder MTO. MTO bedeutet in dem Moment hier in der strategischen Order oder es gleichzusetzen mit LPO in dem Moment. Und ja, wie ist der Wert der Limit Pullback Funktion? Also wie viele Punkte soll diese Order dann hinterher getrailt werden? Steht auf 1 hier. Ich kann zum Beispiel auf 5 stellen. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier an so eine Marke trifft, dann wird eine
ja, Limit Order oder eine Stop Order besser gesagt in den Markt gelegt, die dem Kurs 5 Punkte hinterhergetrailt wird. Ich kann das Ganze auch auf 10 zum Beispiel stellen, ne, dann wird es 10 Punkte dem Markt hinterhergetrailt und so kann ich unter Umständen besser in den Markt kommen, wenn der Markt ja über so ein Ziel hinausschießt. So, noch eine Sache muss ich ändern und zwar, wenn ich jetzt hier in meine Trade Settings gehe, muss ich jetzt als Order-Typ nicht Single einstellen, sondern strategisch. Klicke wieder auf Übernehmen und dann entsprechend wird, wie gesagt, keine Single Order in den Markt gelegt und wird die Order auch nicht im Market ausgeführt, sondern es werden hier die Einstellungen von der strategischen Order übernommen und genutzt. Und so kann ich die LPO-Funktion, die Limit Pullback-Funktion des Day Traders nutzen. Gut. Eine weitere Strategie, eine weitere Sache, beziehungsweise eine Sache, die man auch gut nutzen kann vom VPOC, vom Tool, vom Orkan, ist der VWAP, also der VWP. Das heißt, wir schalten den mal ein. Beziehungsweise gehen wir hier in den anderen Chart. Kurzen Moment mal, ich habe mir das Gefühl, dass hier irgendwas hängt, was hier nicht hängen soll. Ich hatte heute schon diverse Internetprobleme bei mir gehabt. Ich musste sogar den Router, mein WLAN-Router resetten, weil ich hier diverse Probleme hatte. Das ist natürlich irgendwie nicht so dolle. Kommt davon, wenn man von der Stadt wegzieht. Ja, also wirklich, seitdem, also Internet ist jetzt hier nicht so stabil wie in der Stadt. Das ist wirklich so. Kurzen Moment mal, ich muss ja, glaube ich, mal was neu starten. Die Links habe ich besprochen in den Chat kopiert, Teil 1 und Teil 2. So, ich bin auch sofort wieder am Start. Gut, zack, da sind wir wieder. Gehen wir mal in den M15 wieder zurück. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, eine Sache, die sich auch recht gut handeln lässt, ist der VWAP, also das ist das VWP-Ding, der volumengewichtete Durchschnitt, sieht im ersten Moment aus wie so ein ja, normaler SMA, EMA, ist er aber nicht. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis, der hier als ja, so eine Art Linie oder als so eine Linie dargestellt wird. Und das kann man auch ganz gut zum Traden nutzen, indem man auch ja solche Abpraller wie hier ne, versucht, sich zu eigen zu machen, zunutze zu machen, um dort entsprechend Trades ausführen zu lassen. So, ich gehe hin und mache Folgendes. Ich sage jetzt VPOC und dann gibt es hier den VWAP VWAP. Wo bin ich hier? Ich bin in meinem Long Chart. Das heißt, ne, was möchte ich jetzt hier machen? Ich möchte gerne Abpraller handeln. Wenn der Kurs von oben auf den VWAP trifft, möchte ich gerne einen Abpraller handeln, um entsprechend das Ganze dann in Long-Richtung zu handeln. So. Also ich stelle hier ein VWAP Breaking Short, weil ne, eine Short-Kerze wie hier soll das Ganze entsprechend triggern. Und entsprechend klicke auf Übernehmen.
So, man sieht aber schon, also nur allein diese Einstellung, diese Strategie wird nicht wirklich zum Erfolg führen, weil wir hier einmal durchgelaufen, dann wieder zurück. Also das hätte zumindest im ersten Anlauf nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise ne, das wäre wieder hochgelaufen, dann nach unten. Hier hätte es auch nicht funktioniert. Ne? Und von daher, allein nur dieses Kriterium zu nehmen, wird langfristig wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Das heißt, ich muss ja weitere Kriterien hinzubauen. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme wieder meine GP3-Strategie zu Hilfe. Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Und zwar, ich möchte das Ganze nur handeln, ne, wenn wir auch wirklich einen entsprechenden Trend in der Richtung haben. Das heißt, ich schalte mal hier meinen Trend ein und mache das mal ein bisschen dicker, die Linie, damit man es besser sehen kann. So, entsprechend, ne, möchte ich also wirklich nur hier das Ganze zum Beispiel in Short-Richtung handeln, wenn wir einen Short-Trend haben. Ne? Also hier zum Beispiel den Abpraller in die Short-Richtung, hier den Abpraller in der Long-Richtung. Hier wäre kein Trade ausgeführt worden, weil wir, kann man jetzt nicht mehr sehen, aber wir haben ja hier einen Short-Trend. So, dann läuft der Kurs hier hoch über dieses High drüber. In dem Moment sind wir trendlos und das, was hier runterkommt, ist eine Korrektur, die aber in dem Moment noch kein Short, kein Long-Trend kennzeichnet. Ne? Also der Long-Trend ist quasi erst ab hier gegeben. Von daher wäre hier weder Long noch Short möglich gewesen, weil wir in einer trendlosen Phase gewesen wären. So, das möchte ich also als weiteres Kriterium nutzen und gehe jetzt in meinen zweiten Slot und sage entsprechend GP3. Diesmal brauche ich nicht das Band, ich brauche den Trend. Ich bin hier in meinem Longchart. Also wenn der Trend long ist, und wir auf den VWAP von oben treffen, so wie hier, dann möchte ich gerne einen Long Trade aufmachen. So, das sind so zwei Strategien, die man auf jeden Fall mit dem ja, VWAP oder mit dem VPOC besser gesagt umsetzen kann. Und man kann das Ganze natürlich noch weiter verfeinern. Also zwei Slots sind jetzt hier belegt bei dieser Strategie, aber ich kann mir doch noch das Momentum zu Hilfe nehmen. Ich kann mir noch den Supertrend zu Hilfe nehmen. Ne? Ich kann alles, was ich jetzt hier links in dieser Liste sehe, kann ich mir als weitere Kriterien zu Hilfe nehmen, um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, um das wirklich noch ein bisschen detaillierter zu machen, ja, Fehlerquellen auszumerzen, beziehungsweise Fehlsignale auszumerzen. Ne? All das kann ich hier noch weiter entsprechend einstellen. Ich kann natürlich auch hier, ne, bei solchen Sachen, wie eben schon erklärt, auch wieder, ja, mir die strategische Order zu Hilfe nehmen. Zum einen, indem ich sage, strategische Order, indem ich sage, ja, ich möchte die LPO-Funktion nutzen, also indem ich hier wieder alles auf Null stelle und nur meine Initialorder auf MTO mit einem Abstand von 10 Punkten setze. Aber ich kann natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte gerne mit ja, drei Orders, mit drei Teilorders in den Markt gehen, weil ich weiß ja nicht genau, also es ist ja so wie hier selten der Fall, dass er dann wirklich ne, punktgenau an dieser Marke ne, dreht, der Kurs, sondern es geht da ein bisschen drüber und dann irgendwann geht es doch runter. Das heißt, ich möchte skaliert mit Teilorders in dem Markt, ne? Also hier, hier, hier zum Beispiel drei Stück. Das kann ich entsprechend auch mit der strategischen Order einstellen, indem ich hier die Limits auf drei setze. Muss ich nur die Initialorder auf null setzen und dann werden mir entsprechend, wenn ich jetzt hier, ne, auf den VWAP von unten treffe, werden mir hier 1, 2, 3 Orders in den Markt gelegt mit einem Abstand von
hier eingestellt momentan 10 Punkten. Genau, so, und das sind wie gesagt die Sachen, die ich so mit dem VPOC umsetzen kann. Und eine Sache, die auf jeden Fall auch gerade in den letzten Tagen, in den letzten 2 Wochen auch ganz, ganz gut zu sehen waren, ganz, ganz gut zu handeln waren, weil wir hatten ja in den letzten Tagen, Wochen so starke Squeezes im Markt. Und eine Sache, die da, wo man das sehr deutlich und sehr klar ablesen konnte, waren die Außenstäbe. Ne? Und von daher, ne, Außenstäbe zum Trading nutzen ist auch ganz wichtig oder ganz, ganz hilfreich, um auch bestimmte Sachen zu erkennen, aber nicht nur zu erkennen, sondern ich möchte die ja auch mit Ease oder mit meinen Strategien handeln. So, also Außenstäbe, wie kann man jetzt Außenstäbe handeln mit Ease, beziehungsweise was kann man da überhaupt für Strategien drauf aufbauen? Von daher, VPOC packt man mal wieder weg und ich hole mir mal wieder das oder die Toolbox in den Chart. Und Trend brauchen wir gerade auch nicht, das heißt, den schalte ich auch mal aus und räume mal den Chart hier so ein bisschen auf, damit man hier ein bisschen den Überblick behält. Strategische Order brauchen wir gerade auch nicht mehr. So. Und wir gehen mal in den M5. Und gucken uns mal so oder suchen uns mal eine Stelle aus, wo man das Ganze ganz gut. Wo haben wir denn hier einen Squeeze? Hier haben wir einen deutlichen Squeeze, man sieht es ja auch. Ich hoffe, man kann diese grünen und roten Boxen hier, hier ist grün, hier ist rot, die kann man im Stream oder im ja, über GoToWebinar ganz gut erkennen. Auf jeden Fall, diese Boxen, die zeigen einen entsprechenden Außenstab an und man sieht hier auch, ne, das ganze Ding squeezt halt hier so hoch und sowas macht ja dann auch Sinn, wenn sowas im Markt vorherrscht, das irgendwie zu handeln. Am besten auch, wenn man sieht, dass sowas da ist, dann auch das Ganze automatisiert zu handeln. Zum einen, weil man entweder nicht die Zeit hat, da wirklich den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen, um zu gucken, wann komme ich da und wie komme ich da jetzt rein. Zum anderen auch als Signalgeber, um zu gucken, wie und wann ist da ein mögliches Signal da, wann kann ich entsprechend in den Markt gehen. Aber nochmal, wie kann ich das Ganze jetzt für mein Trading nutzen? Wie kann ich das Ganze handeln? Und zwar solche Squeezes sind ja hier, wie gesagt, gekennzeichnet, dass einfach nur ein neuer Außenstab nach dem anderen gemacht wird. Und wo ist ein guter Punkt, dann irgendwo einzusteigen in so einen Squeeze? Und für mich ist immer ein ganz guter Punkt, wenn wir die Unterseite, also die Eröffnung, so wie hier, des Außenstabes nochmal antesten. Also hier wäre das der Fall gewesen, hier wäre das der Fall gewesen. Hier hätte es nicht funktioniert, weil wir dann einmal so einen Fake-Außenstab gemacht hätten. Hier wäre es der Fall gewesen. Short-Richtung wäre es jetzt hier der Fall gewesen. Hier wäre es der Fall gewesen. Ne? Also das ist so für mich dann die Möglichkeit, in so einen Squeeze irgendwie einzusteigen, um dann noch die Richtung mitzunehmen. Und nochmal, wie kann ich das Ganze jetzt als Strategie umsetzen? Und ich gehe wieder in mein Ease und sage folgendes, Einstellungen vom Slot 1. Und hier sieht man schon auf der linken Seite Außenstab, Outside Bar 1, beziehungsweise Outside Bar 2 ist das. Und zwar den Eröffnungskurs, ne, möchte ich haben. Also, ne, das ist der Eröffnungskurs hier. Den möchte ich gerne als Trigger nutzen. Und die Kerze soll den Eröffnungskurs mit dem Tief, also mit dem Kerzentief, so wie
hier der Fall, ne, berühren. So, wenn das der Fall ist, möchte ich gerne hier long in den Markt gehen. So, das heißt, ich stelle das Ganze hier auf Open, Touching Low. Scroll, scroll. Also hier entsprechend, ne, möchte ich gerne in den Markt gehen und stelle das hier ein. Open, Touching Low anwenden. Und entsprechend habe ich das so eingestellt. So, der Vorteil ist jetzt auch folgender. Ich kann jetzt auch die Preax-Funktion des Stereo-Traders nutzen, indem ich jetzt hier zum Beispiel einstelle als Stop-Loss beziehungsweise als Trail. Ne, nach 10 Punkten, Trail Start nach 10 Punkten, Priax. So, das hat nämlich den Vorteil, dass, ne, wenn ich einmal in dem Markt bin, also wenn ich jetzt hier in den Markt gehe und ich 10 Punkte ne, vorne bin, dann wird hier entsprechend der Trail angeworfen und der Priax Trail macht nichts anderes, als sich immer unter die Außenstäbe zu setzen. Das heißt, in dem Fall wäre ich von hier bis hier in den Markt gegangen, mitgekommen. Und je nachdem, ne, was man hier für eine Trail Distance eingestellt hätte, hätte sogar, ne, hier dieser kleine Fake-Außenstab das Ganze mein Trail überlebt. Und ich wäre sogar noch ein Stück weiter mit nach oben genommen worden, je nachdem, wie gesagt, was man hier als Trail Distance einstellt. Was hatten wir hier? Wie viele Punkte waren das? 4 Punkte waren das, also entsprechend, ne, mit einem Abstand von 5 Punkten, ne, wie hier standardmäßig eingestellt ist, wäre ich sogar noch ein ganzes Stück weitergekommen. Und zwar, gucken wir mal, wie viele Punkte das waren. Das ist mein Außenstab. Das sind 3 Punkte. Das heißt, ich wäre bis hier oben gekommen. Also, wie viele Punkte wären das gewesen? Hier in den Markt rein, bis da oben hin. 92 Punkte, 93 Punkte knapp, hätte ich hier mit der Strategie mitgenommen, wenn ich das so eingestellt hätte. Genau, also so kann man ja Außenstäbe auch handeln. Es gibt hier noch viele weitere Optionen und Möglichkeiten, die ich hier einstellen kann. Da würde jetzt wahrscheinlich die Zeit gar nicht reichen, weil wir haben es auch schon 18:47. Von daher kann ich jetzt hier gar nicht alle Einstellungen durchgehen. Aber man kann zum Beispiel noch ganz interessant auch so ein Reverse handeln. Also wenn man so eine Struktur wie hier, ne, so ein Squeeze ist und man sagt, okay, das Squeeze ist sozusagen vorbei, wenn ein ja, Außenstab wenn ein umgekehrter Außenstab auftritt, also ne, wir haben jetzt hier einen roten gehabt, wenn so einer auftritt, ist das Squeeze vorbei. Beziehungsweise hier so ein Außenstab, ist das Squeeze vorbei. Und dann kann ich mir das natürlich auch zunutze machen und kann in dem Moment dann in Short-Richtung traden. Da ist der M5 wahrscheinlich nicht so wirklich prädestiniert dafür. Da muss man schon ein bisschen höher gucken, also M15. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal im M15 anschauen. Das war hier der Bereich. Genau, da sieht man auch, ne, hier, wenn man solche Reverses handeln will, hier M15, M15, alles grün, dann kommt ein Außenstabsbruch, ne, und dann geht es auch eine ganze Ecke nach unten und zwar auch wieder so squeeze-artig. Und solche Sachen kann man zum einen, ne, handeln lassen, aber auch wieder als Information sich senden lassen, indem man jetzt hier einstellt, ne, ich möchte gerne Reverse Only, also solche Umkehraußenstäbe möchte ich gerne handeln bzw. mich benachrichtigen lassen. Dann stelle ich das Ganze hier auf Bearish, also ein bärischer Außenstab, wenn ich jetzt hier in meinem Longchart bin, wenn der auftaucht, ne, dann entsprechend traden oder mich benachrichtigen. Ansonsten auf meiner YouTube-Seite gibt es ganz, ganz viele Videos, wo das Thema Außenstab auch nochmal etwas ja, intensiver behandelt wird und wo entsprechend auch nochmal Strategien diesbezüglich aufgezeigt werden. Aber an dieser Stelle sei erstmal zum Außenstabsthema, glaube ich, ja, als Ideengeber, als Ideen
Anreiz, so ein bisschen, ne, war das, glaube ich, ganz gut. So, als letztes eine Strategie, die auf jeden Fall, wo ich auch ein großer Fan von bin, die möchte ich gerne noch zeigen. Ich gucke mal gerade auf mein blaues Blatt Papier, was ich hier habe, ob ich nichts vergessen habe. Nee, genau. Und zwar folgendes möchte ich gerne, ich gehe mal hier in den H1. Folgendes möchte ich euch gerne zeigen, weil das eigentlich auch eine recht hohe Treffergenauigkeit hat. Die Toolbox brauchen wir gerade nicht. Ja, Toolbox brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist wieder GP3. Ich schalte mir mal den Trend dazu. Mach das Ganze mal ein bisschen kleiner. So. Wir sind ja gerade in einem Trendmarkt und ich möchte, ne, euch meine Strategie zeigen. Tickung brauchen wir gerade nicht. Eine Trendfolgestrategie. Und zwar, man sieht ja auch, wir sind hier im DAX im Stundenchart. Ne, das ist hier so der Aufwärtstrend, den wir hatten seit ja, Anfang des Monats. So, und ich möchte gerne eine Trendfolgestrategie aufbauen, die wie folgt aussieht, denn was oft der Fall ist, wenn wir so einen Trend wie hier haben, wie im Long-Trend sowie im Short-Trend, dass der Kurs gerne mal auf die im Long-Trend auf die letzten Trend-Highs aufsetzt. Also das ist unser Long-Trend, der ist etabliert in dem Moment, wo wir hier über dieses Hoch laufen. Und was dann der Markt, was der Kurs gerne macht, ist, er setzt auf diese Trendhochs auf, so wie hier, ne? Dort. Dann hier entsprechend ein bisschen tiefer, ne? Und dann geht es weiter hoch. Dann haben wir hier das Trend hoch. Da gibt es dann auch nochmal einen Rücksetzer. Aber es wird nie entsprechend das Trendtief verletzt. Das erste Mal hier wieder, wo wir dann einen Gegentrend, ne, etablieren. Aber prinzipiell, das möchte ich mir gerne zunutze machen. Das heißt, ich möchte gerne in einen Trade einsteigen, wenn wir auf, also im Long Trend möchte ich gerne einsteigen, wenn wir auf das letzte Trend hoch, also hier drauf aufsetzen, möchte ich gerne hier long in den Markt gehen. So, wie kann ich das machen? Ich brauche entsprechend mein GP3, was mir den Trend anzeigt. Und ich gehe ins Slot 1 und sage folgendes: GP3. GP3 als GP3-Wert, vorheriges Trend hoch, Trend previous High. Ne? Und das wähle ich aus und zwar die Richtung, ne, die Trendrichtung soll long sein. So, und wenn ich quasi einen Rücklauf auf dieses Trend hoch habe, deshalb hier Breaking Short, möchte ich gerne long in den Markt gehen. So, das stelle ich ein. Und das war es im Prinzip auch schon. Jetzt passiert Folgendes. Ich gehe long in den Markt, ne, wenn wir hier entsprechend, ne, drauf aufsetzen, beziehungsweise hier wäre ich long in den Markt gegangen, wenn ich noch nicht drin wäre, um entsprechend hier, ne, einzusteigen und so weiter. Der Vorteil ist, ich kann mir jetzt solche Trendfolgestrukturen auch zunutze machen, indem ich sage, okay, wenn ich in so einem Trend drin bin, möchte ich gerne auch, dass mein Stop immer unter das Trendtief gesetzt wird. Also hier, 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 hier. Und entsprechend hier wäre ich dann aus dem Markt geflogen. So, wie kann ich das machen? Und zwar, es gibt ja eine Funktion, die nennt sich iStop. So, ich hole das Ganze mal auf den Chart. Das ist enthalten in Ghost. Dort gibt es hier den iStop. Man sieht das hier schon. Der iStop setzt sich immer in einem Longtrend unter das Trendtief hier, beziehungsweise in einem Shorttrend über das Trendhoch. Von daher, da muss ich dann gar nichts weiter einstellen. Ich stelle den iStop ein, ich stelle meine Trendfolgestrategie mit Ease ein. Und wenn ich dann in einem Trend drin bin, werde ich mitgenommen, solange der Trend läuft und fliege raus, wenn der Trend bricht, so wie hier. So, gehen wir mal hin und gucken uns das Ganze jetzt mal an, ne, wie das gelaufen wäre. Also ich wäre hier, ja, pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich hole mal
einen Taschenrechner dazu. So, wir wären jetzt hier in den Markt gekommen. Hier entsprechend, Quatsch, hier wären wir in den Markt gekommen. So, und wir wären gelaufen bis hier oben. Das sind 373 Punkte. So, 373 Punkte wären wir weit gekommen. Jetzt hätten wir hier einen Short-Trend gehabt. Das heißt, wir wären hier in den Markt gekommen mit dem Short-Trend und wir wären rausgeflogen. Wo wären wir rausgeflogen? Wir wären hier entsprechend rausgeflogen. Sind 33 Punkte ungefähr. Also plus 33 Punkte. So, dann gab es hier wieder einen Long Trend. Da wären wir hier in den Markt gekommen. Hier. Und wir wären hier oben rausgeflogen. 90 Punkte. Plus 90. So, dann hätte es hier einen Abwärtstrend gegeben. Hier wären wir in den Markt gekommen und hier wären wir mit einem Minus rausgeflogen, sind plus, Quatsch, minus 51. Minus 51. So, hier wäre ein Trendbruch. Das wäre immer noch eine trendneutrale Phase gewesen. Hier wäre bis dato noch kein weiterer Trend, oder kein weiterer Trade, besser gesagt, ausgeführt worden. Das heißt, wir hätten, wann ging das hier los? Ja, ziemlich genau Anfang des Monats, seit Anfang des Monats hätten wir, ohne dass man irgendwas hätte machen müssen, 445 Punkte hätte man im DAX mit dieser Strategie ne, gewonnen. Also das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ und man muss natürlich längere Zeiträume betrachten und das ist natürlich auch keine Trade-Empfehlung, ne, wissen wir alle. Aber einfach nur mal so, seit Anfang des Monats ne, hätten wir mit dieser Einstellung 445 Punkte ertradet und im Prinzip gab es nur einen kleinen Loser hier und das andere wären dann Gewinner gewesen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Strategie, weil sie wirklich eine hohe Treffergenauigkeit hat. So, man kann das Ganze natürlich noch verfeinern, indem man sagt, hey, ich möchte gerne ne, die strategische Order wieder nutzen und mit Teilpositionen in den Markt gehen, weil man sieht ja auch, das ist auch keine Rocket Science. Das heißt, hier wird ne, dieser Punkt wird nicht immer punktgenau abgeholt. Also wie es jetzt hier zum Beispiel der Fall ist. Ne? Hier wird es punktgenau abgeholt, aber dann geht er auch mal ein paar Punkte drunter, so wie hier. Das kann man dann abfedern, indem man die strategische Order hier nutzt, ne? Und dann zum Beispiel wieder mit drei Limit Orders in den Markt geht. Man kann das versuchen, noch ne, mit diversen anderen weiteren Kriterien ne, zu unterfüttern, indem man Slot 3, 4, 5 belegt. Und das mit anderen Indikatoren, die der Strategiebilder hier bietet, noch kombiniert. Also da ist man frei, da kann man versuchen, entsprechend hier solche Fehltrades, wie wir hier hatten, diese irgendwie rauszufiltern. Also da ist man auf jeden Fall, oder da hat man das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. So, was wir aber erreicht haben, ist das Ende des Webinars. Genau. Noch eine Info und zwar, es gibt einen Rabatt, genau, es gibt derzeit einen 20% Rabatt auf Ease, auf den Strategiebilder, auf die Einmalzahlung und die monatlichen Zahlungen. Wenn ihr den Couponcode FXFLAT Ease23 nutzt, die Rabattaktion gilt noch bis Freitag, glaube ich. Also wenn ihr das Ganze unter strategie-bilder.de kauft, dann diesen Couponcode eingeben. Dann bekommt ihr 20% Rabatt.
So, also ich sehe keine Fragen. Dann hoffe ich, dass alles verständlich war. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. So, ich mache das Bild nochmal groß. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, schaut auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es noch viele weitere Videos diesbezüglich. Verschiedene Strategien, verschiedene Aspekte werden auch noch ein bisschen näher beleuchtet. Guckt einfach nach. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, gute Trades und ich gebe zurück an den Nelson. Super, vielen, vielen Dank, lieber Timo, für die Webinarreihe. Wir versuchen, da die Aufzeichnung so schnell wie möglich online zu stellen, sodass jeder das nacharbeiten kann und dann die Gelegenheit hat, entsprechend sich dafür zu entscheiden. Ansonsten vielen Dank auch an alle, die dabei waren und sich heute für das Webinar interessiert haben. Wenn Fragen im Nachgang auftauchen, dann leiten wir das natürlich auch gerne weiter. Und ich schließe mich hier dem Timo an. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Passt auf eure Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao.